Hallo, mein Name ist Michael Kossler und für mich ist das wichtigste historische Ereignis in meinem Leben die Olympiade 1968 in Mexiko. Da war ich zwar erst ein Jahr alt, aber trotzdem hat diese Olympiade einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Warum? Tja, mein Vater war Radsportler. Während seiner aktiven Laufbahn errang er als Straßenfahrer über 150 Siege. 1968 nahm er an den Olympischen Spielen in Mexiko teil. Einmal im Straßenrennen und einmal im 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren. Hier errang er den 9. Platz. Lange nachdem er seine Laufbahn beendet hatte, sprach er noch oft in Geschichten und Anekdoten von der Olympiade, die der Höhepunkt seiner Sportlerkarriere gewesen war. Von der Begeisterung am Straßenrand, von dem damals noch fremden Land Mexiko mit seinen Menschen und seiner Musik, den Mariachi, die er so sehr liebte. Und mich als kleiner Junge faszinierten diese Schilderungen ungemein und sie tun es auch heute noch. In meiner Küche hängt immer noch seine Urkunde, die belegt, dass er tatsächlich da war. In Mexiko bei der Olympiade 1968.